NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke. Freunde der Weisheit, guten Abend. Wir melden uns heute live von der Phil Cologne, dem Internationalen Festival der Philosophie, und sprechen über die Macht des Heiligen. Und da werden jetzt manche sagen, was ist das eigentlich für ein Wort, das Heilige? Das gehört bei vielen längst nicht mehr zur Alltagssprache. Und wer religiös nicht so musikalisch denkt, wird dann die Vorstellung haben, ja, man soll eigentlich über das man nicht reden kann, lieber schweigen. Das meinen ja auch viele Philosophen. Und dann wären sie schon an diesem Freitagabend raus. Aber vielleicht das mal vorweg. Unser heutiger Gast ist der Auffassung, dass man dem Heiligen nicht nur in der Kirche oder in der Moschee begegnet. Er ist Professor in Chicago und in Jena. Berlin. In Berlin, genau. Und er ist Philosoph und Soziologe. Hans Joas, herzlich willkommen. Guten Abend. So, nun müssen wir was erklären. Es gibt eine bestimmte Vorstellung, die ist vor ungefähr 100 Jahren entstanden, und zwar von dem Soziologen Max Weber in die Welt gesetzt. Das ist die von der zunehmenden Entzauberung der Welt. Und Hans Joas hat einen Anti-Weber geschrieben. Aber bevor wir das Anti von Ihnen zu verstehen versuchen, müssen wir erstmal die These von Weber selber verstehen. Was meinte der eigentlich, als er von Entzauberung gesprochen hat? Ja, die Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten, weil das Problem ist, dass der Max Weber einen sehr vieldeutigen Begriff verwendet hat, der eine enorme Karriere angetreten hat. Ganz viele Leute verwenden diesen Begriff. Jemand hat geschrieben, es ist seit Jahrzehnten kein Jahr vergangen, in dem nicht mindestens ein Buch publiziert wurde, das Entzauberung im Titel hat. Aber wenn Sie schauen bei Max Weber, wie definiert er diesen Begriff, finden Sie keine einzige Stelle, an der er den Begriff wirklich definieren würde. Ich habe deshalb irgendwann beschlossen, einfach schlicht alle Stellen in seinen Werken zusammenzutragen, an denen dieses Wort, sagen wir mal vorläufig gar nicht Begriff, dieses Wort vorkommt, entzaubern, entzaubert, Entzauberung. Und festgestellt, das sind nur 17 Stellen. Ich bin auch ganz sicher, weil man heute elektronische Textrecherchen machen kann, dass da jetzt nicht demnächst einer auftaucht und sagt, es gibt aber eine 18. Stelle. Und wenn man nun diese 17 Stellen sozusagen unter das Mikroskop legt, stellt sich heraus, dass er eigentlich sehr Verschiedenes damit gemeint hat. Ich kann ja vielleicht mal sagen, was meine erste Assoziation ist, wenn ich von Entzauberung höre. Und dann können Sie ja sagen, ob das mit den 17 Stellen irgendwie zusammenpasst. Entzauberung heißt, wir sind irgendwie weiter als die früher, die an irgendwelche magischen Dinge geglaubt haben. Und wer jetzt ein Horoskop liest, selber schuld. Aber eigentlich wird die Welt immer sachlicher und kühler. So, das wäre jetzt meine erste Vorstellung von Entzauberung. Gut, jetzt muss man natürlich ins Auge fassen, dass der Weber diesen Begriff der Entzauberung anfangen lässt bei den alttestamentlichen Propheten. Und es ist zwar richtig, und insofern haben Sie was Wichtiges, finde ich, ausgesprochen, dass man behaupten kann, die alttestamentlichen Propheten haben auch einen Kampf gegen Magie geführt. Also aus dem Munde der Propheten, schriftlich natürlich, aber gibt es Äußerungen, die so lauten, dass Gott durch sie sagt, er lege keinen Wert auf die Brandopfer. Der Geruch eurer Opfer stört mich, er stinkt in meiner Nase. Ich will das nicht, sagt Gott gewissermaßen. Ich will nicht, dass ihr euch vorstellt, dass ihr durch große Opfer mich quasi zwingen könnt oder überreden könnt, etwas zu tun, was ihr gern hättet. Ich will nämlich selber etwas. Ich will, das kommt da sehr stark dann heraus,
dass Gerechtigkeit herrscht im Volk Israel. Also Religion soll vernünftig werden. Vernunft ist nicht das treffende Wort, glaube ich. Also bei dem Weber selber ist davon die Rede, dass die Entzauberung in diesem Sinne des prophetischen Kampfes gegen Magie zwei Wirkungen habe. Sie werde dadurch gesinnungshafter oder mystischer. Und jetzt muss man natürlich dem Sinn dieser beiden Begriffe auch nachhorchen. Ich glaube, gesinnungshafter heißt, dass Menschen etwas tun, weil sie es an sich für das Gute halten. Zum Beispiel, wenn ich stark orientiert bin am Wert Gerechtigkeit, dann werde ich bestimmte Sachen tun, um der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, auch dann, wenn mich das beispielsweise etwas kostet. Ja, also wenn ich Nachteile habe von meinem Einsatz für Gerechtigkeit her, oder mystisch heißt sicher in diesem Kontext, dass wir uns nicht notwendig in den Mittelpunkt unserer eigenen Weltvorstellung setzen, sondern dass wir lernen, von uns selber auch abzusehen. Also manchmal illustriere ich das oder versuche ich es zu veranschaulichen mit einem Satz, der von Jesus ist: Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Also das ist ja ein Absehen von sich in extremem Ausmaß. Ohne die Vorstellung eines göttlichen Gegenübers wäre dieser Satz also fast lächerlich. Ja, man könnte ihn salopp wiedergeben, als jemand sagt: Ich will nicht, dass das geschieht, was ich will. Das würde doch niemand vernünftigerweise sagen. Ja? Wenn man aber unterstellt, es gibt ein Gegenüber, ein göttliches Gegenüber, das gewissermaßen besser weiß, was ich wollen soll, dann kann ich mich an dieses Gegenüber richten und meinen eigenen Willen dadurch umorientieren lassen. Also nicht vernünftiger, aber mystischer und gesinnungshafter wird die Religion durch Entmagisierung. Aber genau, wie Sie gesagt haben, wir haben jetzt eine Rolle rückwärts gemacht und sind jetzt ein paar tausend Jahre zurückgegangen. Genau. Aber nochmal zurück zu Max Weber und der Entzauberung. Und vielleicht nochmal ein gezieltes Missverständnis, was man mit diesem Begriff heute assoziiert, weil die wenigsten haben ja diese 17 Stellen gelesen. Landläufig oder populär gesprochen heißt das doch, eigentlich wird der Religion mehr und mehr, weil die Wissenschaft voranschreitet, der Atem genommen. Sie ist irgendwie so ein Restposten, der raus muss, und irgendwann, wenn die Wissenschaften immer weiter gute Ergebnisse produzieren, wird dieser Restposten zum Verschwinden gebracht. Das ist doch etwas, was man mit Entzauberung auch assoziiert. Ja, also auch Max Weber in einer ganz unklaren Weise, würde ich sagen, weil es gibt Stellen bei ihm, wo er sagt, der welthistorische Prozess der Entzauberung erreicht seinen Höhepunkt und Abschluss bei Calvin. Also sozusagen in einer relativ radikalen, also radikaler als bei Luther, gedachten Reformation. Jetzt sind wir schon wieder 500 Jahre zurück. Ja, genau. Aber immerhin nicht 2500 Jahre. Nur ist davon Wissenschaft, von der modernen Wissenschaft, keine Rede. Also wenn jemand sagt, erreicht seinen Höhepunkt und Abschluss bei Calvin, dann kann nicht die moderne Wissenschaft der Haupttreiber des Entzauberungsprozesses sein. Es sei denn, man denkt, aber das ist jetzt wirklich kompliziert und hochkontrovers, dass irgendwie die Entmagisierung in der Reformation auch einen Beitrag geleistet hätte zur Entstehung der modernen Wissenschaften. Also solche Behauptungen gibt es. Ja, dass dadurch, dass nichts mehr in der Welt als heilig gedacht oder empfunden wird, die Wissenschaften freiere Bahn haben für empirische Untersuchungen, etwa am Inneren des menschlichen Körpers oder so etwas. Ja. Was ich über den Weber behaupte, ist, dass er den Begriff vieldeutig verwendet, und wir haben jetzt nur über die Bedeutung
Entmagisierung gesprochen. Sie bringen jetzt eine zweite ins Spiel. Es sind, glaube ich, noch mehr. Aber dass das Entscheidende ist, und das würde ich schon gerne hervorheben, damit man sich nicht sozusagen in den Details der Interpretationen verzettelt, dass er diese verschiedenen Sachen oder Sachen, die ich für verschieden halte, mit guten Gründen, zu einem einzigen Prozess verkoppelt, als wäre irgendwie der prophetische Kampf gegen Magie wieder aufgenommen bei den Reformatoren, eine Vorstufe dessen, was dann passiert in der frühneuzeitlichen wissenschaftlichen Revolution. Das führe dann zum Weltbild der Aufklärung. Und das Weltbild der Aufklärung führe in eine Situation hinein, in der die Menschen die Welt nur noch als eine Art Mechanismus wahrnehmen, der aus sich heraus gar keinen Sinn hat. Und dies sei die Ursache der tiefen Sinnkrise im sogenannten Fin du siècle, also um 1900 in Max Webers Lebenszeit und am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und diese Konstruktion, die hat sich als so enorm suggestiv erwiesen und gegen die argumentiere ich an. Genau, aber die Suggestivkraft besteht, glaube ich, darin, dass man dann eben die Linie nicht nur vom Alten Testament über Calvin bis zur Zeit von Max Weber ziehen kann, sondern natürlich längst über den Tod von Max Weber hinaus in unser Jahr 2018. Ja. Und das hieße dann, unsere Welt ist schon mal wieder viel entzauberter als die Welt zu Zeiten von Max Weber. Nein, aber also da gibt es dann immer, das haben wir jetzt bisher ja ganz vermieden, den schleichenden Übergang von den Fragen, über die ich jetzt gerade geredet habe, wie Entmagisierung und so weiter, zum Thema Säkularisierung. Also was mich total verfolgt, sozusagen, in den öffentlichen Veranstaltungen und so weiter, ist, dass Leute denken, irgendwie bedeutet Entzauberung das Gleiche wie Säkularisierung und Säkularisierung Schwächung von Religion. Oh, dann müssen wir das jetzt auseinanderhalten. Genau. Am besten mit einer Definition. Säkularisierung ist? Säkularisierung wird in der Öffentlichkeit mit 7 oder 8 verschiedenen Bedeutungen verwendet. Ich meine jetzt, heute, nur eine davon, nämlich Schwächung von Religion. Das ist immer noch nicht ganz klar, weil Sie fragen können sofort, wie misst man das? Ja, also ist Religion geschwächt, wenn wenig Leute am Sonntag in den Gottesdienst gehen oder nicht? Oder wenn die Kirchenmitgliedszahlen schrumpfen und so weiter? Aber irgendwie in dieser Richtung verwende ich den Begriff Säkularisierung als Schwächung von Religion. Und da ist es vielleicht in Deutschland enorm plausibel zu sagen, ja, seit Max Weber und speziell, sagen wir mal, seit den späten 1960er Jahren, gibt es in Deutschland West, in Deutschland Ost schon vorher, eine Schwächung von Religion. Ja, dem würde ich hundertprozentig auch zustimmen. Ich lege allerdings Wert darauf, dass man das nicht einfach hochrechnet auf unsere heutige Welt, sondern dass man schon sagt, gut, es stimmt für Deutschland, wo stimmt es denn außerdem noch? Und dann stellt sich schnell heraus, es stimmt für viele europäische Länder, wenn auch in diesen europäischen Ländern selber in den Mustern sehr unterschiedlich, also das könnte ich viel genauer sagen, es stimmt aber fast nirgends außerhalb Europas. Nun war, also es stimmt ja noch nicht mal in den USA. Gar nicht. Ja, also die USA sind eine religiös höchst vitale. Wir sind die Besonderen hier. Ja, aber der Witz war, dass solange die Europäer angenommen haben, dass sie sozusagen die Speerspitze des welthistorischen Fortschritts sind, haben sie gedacht, dass etwas, was in Europa passiert, zwar woanders noch nicht passiert ist, aber selbstverständlich, wenn die auch so weit sind, sich dort auch abspielen wird. Das war sogar immer die Perspektive, übrigens auch Max Webers, auf die USA. Die sind aus irgendwelchen speziell zu erklärenden Gründen in Hinsicht auf Säkularisierung nur noch nicht so weit. Ich war 12 Jahre
Professor an einem Institut für Nordamerika-Studien. Und da habe ich mit einem Kollegen eine Prüfung abgenommen. Und der Kollege, den ich natürlich jetzt nicht nennen werde, ja, aber hat als Prüfungsfrage gestellt, der armen Doktorandin, wie erklären Sie, dass in religiöser Hinsicht die USA ein Entwicklungsland sind? Und das fand ich eine ungeheuer, also plastische Formulierung sozusagen, dass er sagt, ja, die sind natürlich in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht überhaupt kein Entwicklungsland, aber in religiöser, weil die Annahme ist, moderne Gesellschaften sind nicht religiös. Jetzt ist aber zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten eine enorme wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Modernisierung in Ostasien eingetreten. Also das große und in den Wissenschaften intensiv erörterte Beispiel ist Südkorea. Kaum ein Land hat in so kurzer Zeit so einen wirtschaftlichen und technischen Aufschwung gehabt wie Südkorea seit den 60er Jahren. Aber das geht überhaupt nicht mit Säkularisierung einher, sondern im Gegenteil mit einer Wiederverlebendigung eigener, also wenn man so sagen kann, eigener, also asiatischer religiöser Traditionen und sogar mit einer Art Christianisierung, einer vornehmlich protestantischen, aber nicht nur protestantischen Christianisierung. Und sogar für Teile Chinas und trotz einer doch schon vorhandenen staatlichen Religionsrepression, Politik in China gilt das beides, was ich gerade gesagt habe. Also eine enorme Revitalisierung zum Beispiel des Buddhismus und regional unterschiedlich, aber eine beeindruckende Christianisierung von Teilen Chinas. Und das sind nicht die einzigen Beispiele. Man könnte über das postkoloniale Afrika reden, ja, wo alle gedacht haben, das Christentum wird verschwinden, wenn die Kolonialmächte weg sind, aber das Gegenteil ist eingetreten. Und deshalb glauben natürlich auch immer weniger Leute dran, dass diese Vorstellung, je mehr Wissenschaft und Technik und je entfalteter die Wirtschaft, desto weniger Religion, dass die stimmen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die auch heute noch davon überzeugt sind, dass genau dieser Prozess weiter verlaufen wird. Ja? Also die Wissenschaft wird der Religion mit jeder neuen Erkenntnis ein Stückchen mehr Boden unter den Füßen wegziehen. Aber trotzdem hat sich etwas geändert und man spricht jetzt formelhaft von dieser Wiederkehr des Religiösen, wo ja irgendwie der Gedanke drinsteckt, der Glaube hat mal so ein bisschen Pause gemacht und plötzlich ist er wieder da. Ja. Aber jetzt müssen wir zu etwas kommen, was ja uns so fremd geworden ist und was Sie aber mit, wie ich sagen würde, ziemlichem Mut auf ihren vorderen Buchdeckel draufgesetzt haben, ja, die Macht des Heiligen. Was ist denn das Heilige? Und wenn ich das frage, wird es schon kompliziert. Ja. Frage ich jetzt den Soziologen, frage ich den Philosophen, frage ich den, ist ja auch kein Geheimnis, gläubigen Christen, Hans Joas. Am Ende kriege ich dann drei verschiedene Antworten. Nein. Drei verschiedene nicht, aber ich glaube schon, dass ich sehr stark darauf achte, welche Aussagen ich als Wissenschaftler mache, von denen ich also behaupte, jeder Wissenschaftler oder jeder Mensch müsse diese Behauptungen eigentlich akzeptieren oder er muss mir mit widerstehenden empirischen Befunden oder dem Nachweis logischer Mängel meiner Argumentation antworten. Mhm. Und davon abgesetzt, welche Behauptungen ich mache, für die ich keinen wissenschaftlichen Beweis habe, sondern die ich als gläubiger Mensch mache. Also diesen Unterschied muss ich schon machen. Ich kann Ihnen auch sagen, bei diesem Buch gab es durchaus Leute, die mich gedrängt haben, sozusagen da noch einen Schritt manchmal weiter zu gehen. Und ich sage, aber ist so, wie es keinen philosophischen Gottesbeweis gibt, was alle seit Kant mehr oder minder akzeptieren, gibt es keinen historisch-soziologischen Gottesbeweis. Ja? Also ich kann nicht den Glauben wissenschaftlich nachweisen. Aber was ich, glaube ich, schon kann, das hat die Berliner Zeitung neulich über ein Interview mit mir gesetzt und das fand ich eine gute Formulierung, ich kann den Nichtgläubigen erklären, was sie nicht glauben. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja.
Sie können den Nichtgläubigen erklären, was sie nicht glauben. Na, also was ich damit meine, ist natürlich ganz einfach, dass ich den Eindruck habe, dass manche Nichtgläubigen den Gläubigen viel primitivere Vorstellungen unterstellen, als die haben. Ja? Und dass ich dann wenigstens anfangen kann zu sagen, Moment einmal, was du da meinst, dass die Christen glauben, das glauben die ja gar nicht. Und es passiert einem doch, ich fange jetzt mit irgendeinem beliebigen Beispiel an, aber sagen wir, die Lehre vom dreifaltigen Gott, die wird doch leicht ironisiert. Ja? Die ist so kompliziert, dass ich jetzt schon Stress kriege, bezogen auf unsere Sendezeit. Keine Sorge, ich will ja gar nicht als Theologe auftreten. Ja, aber sagen wir, so etwas wie, also Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das ist ein Satz, der vielen so komplett unverständlich ist, dass sie gar nicht sagen würden, ich glaube das nicht, sondern ich verstehe nicht, was das ist, was ich da glauben sollte. Oder habe ich gerade gesagt, sie ironisieren das und sagen, hat der auch eine Tochter, der Gott, oder so etwas. Ja, es kommt auch von Muslimen als Scherz. Ja, also nicht so guter Scherz, ja, aber als irgendwie auch als verdeckte Attacke sozusagen, ja. Also im Sinn von, diese Lehre ist eine Ermäßigung des Monotheismus und der Islam hat den logisch konsequenteren Monotheismus. Und an der Stelle finde ich es zum Beispiel wichtig, dem nachzugehen, was Sohn Gottes außerhalb des Christentums im antiken Orient bedeutet hat. Meinetwegen, dass Herrscher sich als Söhne Gottes bezeichnet haben, dann kriegt das plötzlich einen völlig anderen Ton. Also das muss jetzt alles gar nicht im Einzelnen sozusagen der Interpretation des Neuen Testaments oder so etwas stimmen. Aber stellen Sie sich einfach vor, da wird ein Prädikat nicht erfunden, also Sohn Gottes, nicht erfunden, sondern angewendet auf jemand, der denkbar weit entfernt ist von der Pracht herrscherlicher Selbstdarstellung. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn ich mit jemandem so rede, dann wird der deshalb noch lange nicht gläubig. Das ist ja auch nicht meine Erwartung gewesen. Aber er kommt wenigstens in die Nähe, also der Bedeutung dessen, was die Glaubenstradition glaubt. Aber das ist ja jetzt... Sie hatten ja gesagt, Sie können nicht religiösen Menschen erklären, an was sie nicht glauben. Das sind ja jetzt Dinge, die spielen sich im Bereich des Kognitiven ab. Ja? Aber wenn ich jetzt vom Heiligen zu sprechen versuche mit Ihnen, dann kommt da ja eine ganz andere Dimension ins Spiel. Und ich habe ein Versprechen gemacht heute, ich habe das vorhin annonciert, dass man nach Ihrer Auffassung dem nicht nur in Kirchen und Moscheen oder anderen Gotteshäusern begegnet, sondern an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ja. So, und da kommt da, glaube ich, Musik rein. Genau. Und das ist ganz zentral, nicht nur für dieses Buch von mir, sondern sozusagen schon für eine ganze Reihe von Büchern in den letzten 20 Jahren. Und also das würde ich so erläutern. Mir geht es gerade nicht darum, Religionen als sozusagen Glaubenssysteme, also wie Wissenschaften oder Philosophien als Sätze, wo dann der eine Satz aus dem anderen folgt oder so etwas darzulegen, sondern die Erfahrungsdimension von Religion in den Vordergrund zu stellen. Und aber nun sind das ja, was sozusagen zur Religion führt, nicht x-beliebige Erfahrungen, sondern ganz bestimmte Erfahrungen. Darf ich mal ein Beispiel bringen und Sie sagen, ob das religiös war oder nicht? Doch, Sie müssen jetzt, da müssen Sie jetzt durch. In dieser Stadt ist nämlich vor ein paar Wochen etwas sehr Erstaunliches passiert und ich habe direkt gedacht, das kann eigentlich nur religiös gemeint gewesen sein. Es gibt ja unter Fußballfans die Ultras, ja? Also die Hardcore-Sänger in den Kurven. Und eine Ultra-Vereinigung vom 1. FC Köln hatte eine bestimmte Fahne. Und dann wurde diese Fahne von gegnerischen Fans während des Spiels
vom Zaun weggeklaut. Und was war die Konsequenz dieser Ultras? Die haben gesagt, wir können nicht weiter existieren. Wir müssen uns auflösen. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Das kann doch eigentlich nur religiös gemeint gewesen sein. Das ist doch etwas, die haben diese Fahne als etwas Heiliges aufgefasst. Ja, aber der Punkt, an dem wir gerade sind, ist, dass das, und so haben Sie doch eigentlich mich auch gefragt, dass das Heilige nicht nur im Rahmen von Religionen existiert, sondern auch außerhalb. Und ich wollte gerade darauf hinaus zu zeigen, und sozusagen konstitutiv für sie. Und deshalb bringt es jetzt nicht sehr viel zu sagen, das sei religiös. Also ich würde lieber sagen, ist Ihr Beispiel von der Fahne der Fußballfans zeigt, dass Menschen, ob sie religiös sind oder nicht, in bestimmten Erfahrungs- und Handlungszusammenhängen bestimmte Dinge zum Beispiel, auch Personen, ja, also einen vergötterten Spieler oder so etwas, ja, sakralisieren. Die haben denen doch das Heilige geklaut. Nein, das ist da, dieses Heilige. Das ist ja gerade meine These. Also meine These ist, dass Menschen nicht nur alltägliche Erfahrungen machen. Also das Klein-Klein des Alltags, das auch wichtig ist, dass wir aber im Großen und Ganzen routinisiert absolvieren und auch gleich wieder vergessen. Ja? Also ich sage mal als Beispiel solche Sachen wie, meinetwegen, ich bin eine Treppe, Sie haben mich gewarnt, nicht über die Treppe hier zu stürzen, um nicht auf allen Vieren vor dem Publikum zu erscheinen. Ja? Also habe ich, es ist gelungen, also habe ich mich mehr auf die Treppe konzentriert, als ich es normalerweise täte. Das ist eine alltägliche Sache, eine Treppe steigen und für jeden Menschen normalerweise etwas, worüber man nicht nur nachdenkt. In dem Moment, genau, worüber man nicht nachdenkt, was man nur in dem Moment wahrnimmt, wo man es tut, und morgen habe ich keinerlei Erinnerung an die Treppen, wie ich gestern gestiegen bin. Aber manche Erfahrungen, und Max Weber hätte gesagt, sind außeralltägliche Erfahrungen, die ragen aus diesem Alltag heraus, die bleiben auch intensiv in Erinnerung, in vielleicht sogar quasi bildhafter, also schnappschussartiger Erinnerung. Sie haben ein ganzes Bild im Gedächtnis. Schöne Erfahrungen dieser Art, auch schreckliche Erfahrungen außeralltäglicher Art. Ja? Und was jetzt da passiert, das haben verschiedene Denker in ganz verschiedenen Weisen auf Begriffe zu bringen versucht. Mein Begriff, schon seit Jahren, dafür ist Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Also Erfahrungen, in denen ich das Gefühl habe, dass mich etwas über mich selbst hinausreißt. Ja, wenn ich mich verliebe zum Beispiel, dann bin ich in einem bestimmten Sinn mehr bei dem anderen als bei mir. Also, es kann, also sonst würde ich fast sagen, ist man nicht ganz ernsthaft verliebt. Ja? Also, und man ist. Könnten wir das jetzt als erstes, ich habe jetzt hier keine Tafel, aber wenn wir jetzt Merkmale des Heiligen sammeln würden, dann wäre jetzt das Erste, was Sie sagen, Selbsttranszendenz. Genau. Und ich sage jetzt, wo Sie eine Erfahrung der Selbsttranszendenz gemacht haben. Und da, derer gibt es viele, verschiedene. Das Verlieben war jetzt nur ein, also nicht ganz x-beliebiges, aber nur ein Beispiel. Ich gebe nur noch ein zweites, damit das relativiert ist. Begeisternde Naturerfahrungen. Viele Leute kennen das, dass sie irgendwo beim Erklimmen eines Berges oder mitten in einem Wald oder so, so einen Moment haben, wo sie sich eins fühlen mit Natur oder so etwas, ja? Und das bleibt auch, also würde ich sagen, meinetwegen in meiner Erinnerung, bleibt da manches ganz stark. Also da habe ich diese Erfahrung gemacht und ich habe das Gefühl, ich könnte mich weiterhin immer in diesen Moment, der in anderer Hinsicht irgendein Moment meines Lebens war, hineinversetzen. So, und wenn ich nun solche Erfahrungen gemacht habe und also über mich hinausgerissen wurde, kann ich, wenn ich darüber nachdenke,
aber in einem bestimmten Sinn wieder sogar bevor ich richtig nachdenke, gar nicht anders als anzunehmen, dass mich da etwas über mich hinausgerissen hat. Ich habe es ja nicht getan. Es ist mir ja widerfahren. Ja, es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt will ich eine Erfahrung der Selbsttranszendenz haben. Wir wissen sogar alle, dass das paradox ist. Es geht nicht. Sie können sagen, ich würde mich gerne verlieben, aber sie verlieben sich nicht, weil sie sich vorgenommen haben, sich zu verlieben. Sie können auch in denselben Wald gehen und hoffen auf dieselbe Erfahrung, sie tritt aber nicht ein. Also es entzieht sich ihrer Kontrolle. Aber ich muss noch mal eine Kontrollfrage stellen, damit wir uns nicht gezielt missverstehen. Atheisten verlieben sich doch auch. Ja. Und Atheisten steigen auf Berge. Das sage ich doch. Und sie sagen uns jetzt, ja, nur ja. Das war eine Kontrollfrage, damit es ja. Jeder gecheckt hat. Das sage ich doch gerade. Also solche Erfahrungen sind allen Menschen, sagen wir mal vorsichtig, nach der frühen Kindheit, also das hat einen Sinn, warum ich das sage, nämlich Selbsttranszendenz setzt voraus, dass ein Selbst bereits da ist. Ja, das Selbst ist nicht mein Körper, nicht das, dass ich als biologisches Wesen messbar und beschreibbar bin, sondern ist ein bestimmtes Verhältnis von mir zu mir selbst. Ja? Und die Erfahrung der Selbsttranszendenz können deshalb erst gemacht werden, wenn das Kind ein Selbst entwickelt hat und so weiter. Müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Aber dann behaupte ich sehr ausdrücklich, gerade auch in diesem Buch, ist das ein universales anthropologisches Phänomen. Natürlich wird es Menschen geben, die sich noch nicht verliebt haben oder so etwas, oder die echte Schwierigkeiten dabei haben. Aber im Großen und Ganzen, und das würde ich auch sagen, ist meine Umgangserfahrung, weiß jeder Mensch, wovon die Rede ist, wenn ich solche Beispiele für Erfahrungen der Selbsttranszendenz gebe. Was ich interessant finde, Sie haben jetzt, glaube ich, das Moment der Passivität besonders herausgestrichen. Ja. Also das sind Dinge, die Begegnung mit dem Heiligen, ich setze es jetzt nochmal in Anführungszeichen. Wir sind noch immer nicht beim Heiligen. Wir sind noch nicht beim Heiligen, gut, aber diese Selbsttranszendierung, gut, wir sind noch nicht beim Heiligen, muss ich mir merken. Ja. Aber zu dieser Selbsttranszendierung gehört Passivität. Ja. Ich habe die Dinge nicht aktiv in der Hand. Ja. Das ist, glaube ich, etwas. Das ist mir ganz wichtig und ich verwende oft dieses etwas altmodische Wort ergriffen werden und ergriffen sein. Deshalb, weil ich das so schön finde, dass da dieses Passivische, also im Wort enthalten ist. Wenn jemand sagt, du musst deine Werte wählen oder du musst dich entscheiden, dann klingt das aktivisch. Ja, hier sind die Werte. Du sagst jetzt, welcher dir wichtig ist. Aber das Entscheidende in der Entwicklung unserer intensiven, auch emotionalen Bindungen an andere Menschen oder an solche idealen Vorstellungsgehalte und an vieles weitere, auch an Gegenstände, ja, ist nicht dieses sich entscheiden, sondern dieses sozusagen gerufen werden und ergriffen werden. Ja, wir können ja jetzt auch andere Erfahrungen an diese Stelle setzen. Es kann der Berg sein, es kann das Verlieben sein, aber es kann genauso gut das Hören von Musik sein. Es kann passieren beim Lesen eines Gedichts oder was auch immer diese Erfahrungen sein können. Aber warum haben Sie jetzt gesagt, wir sind noch nicht beim Heiligen? Ja, weil ja jetzt sozusagen der gedankliche Schritt ist, dass ich, wenn ich eine solche Erfahrung gemacht habe, etwas von oder fast alles in der Situation, in der ich diese Erfahrung gemacht habe, mit einer, also vor dem Nachdenken jetzt, also in der Philosophie oder was würde man sagen, präreflexiv, ja, also vor dem ausdrücklichen Nachdenken, mit einer diesen Dingen, dieser Situation, diesen Menschen innewohnenden Kraft auffülle. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, das mir ein Zuhörer nach einem Vortrag entgegengebracht hat. Der hat gesagt, er habe seine Frau in einem Konzert kennengelernt. Und sie seien seither sozusagen glücklich und leben für immer und so weiter glücklich zusammen. Ja? Und er habe festgestellt, dass er die Konzertkarte von diesem Konzert
nicht wegwerfen könne, ob ich so etwas meine. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so etwas meine ich. Diese Konzertkarte, von der er reflexiv völlig weiß, dass die nicht in irgendeinem religiösen Sinne ein sakraler Gegenstand ist. Er weiß, das ist ein profaner, trivialer Gegenstand, den er normalerweise immer, er sammelt nicht die Konzertkarten seines Lebens und fällt vor denen nicht auf die Knie und betet sie an. Ja? Aber er stellt fest, er kann sich von der nicht trennen. Und das heißt, dieser Gegenstand hat sich mit einer spezifischen Qualität für ihn aufgefüllt. Und die Autorin aus der Zeit um 1900, an die ich mich bei meinem Sprachgebrauch in Hinsicht auf das Heilige anschließe, die haben solche Sachverhalte gemeint und deshalb gesagt, bisher habe man das Heilige nur als Bestandteil von sozusagen etablierten Religionen aufgefasst. Dann denken natürlich die Nicht-Religiösen, und das kriegen raus. Sie auch in Interviews als Antwort, ja, heilig, da ich nicht religiös bin, habe ich nicht. Ja? Wenn Sie aber, sagen wir mal, das Wort jetzt einfach mal einklammern und fragen, haben Sie Gegenstände zu Hause auf dem Regal, auf dem Fensterbrett oder wo immer, ja, oder bewahren Sie so Sachen auf, die für Sie in einer Weise so eine intensive emotionale Qualität haben, weil sie mit ihren intensivsten biografischen Erfahrungen verbunden sind, werden Ihnen diese Leute natürlich sagen, dass sie das, also vielleicht schmeißen die gerne weg, aber dass sie grundsätzlich wiederum wissen, wovon da die Rede ist. Also war dieser Trick sozusagen bei Emil Durkheim und anderen um 1900 zu sagen, wir sollten Religionen als Versuche verstehen, diese menschlichen Erfahrungen mit dem Heiligen auf Begriffe zu bringen, intellektuell zu systematisieren, Rituale vielleicht zu erfinden oder zu entwickeln, die den Menschen die Regelmäßigkeit solcher Erfahrungen verschaffen, sodass es nicht nur einfach völlig unvorhergesehen passiert, sondern vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintritt, die den Kindern einen Zugang dazu verschafft und so weiter. Ich versuche das mal zu sortieren, damit Sie kontrollieren können, ob ich es richtig verstanden habe. Also das, was Sie jetzt gesagt haben, mit den Beispielen, die wir im Kopf haben, ja, das gilt für Menschen vor 3000 Jahren und das wird auch für Menschen in 3000 Jahren gelten. Ich glaube, so haben Sie es gemeint. So meine ich, ne? Das ist etwas, was zur anthropologischen, ja, Grundausstattung, ja, gehört. Ja? Also wir machen solche Erfahrungen. Ja. Es sei denn, wir versuchen uns solchen Erfahrungen auch zu verschließen. Ganz weiß, klar. So. Aber dann wird es natürlich unweigerlich auch Wissenschaftler geben, die sowas auf irgendwelche Verschaltungen im Kopf zurückführen und sagen, das sind so Relikte aus der Steinzeit und damals hat das Sinn gemacht, aber heute macht das irgendwie keinen Sinn. Und wenn Sie jetzt das Beispiel mit der Eintrittskarte nehmen, ja, irgendwie schmunzeln wir ja auch drüber. Ja. Wir wissen ja letztlich, dass das nur ein Fetzen Papier ist. Ja. Und der Fetzen ist es nicht gewesen. Also wie kann... Also es sind zwei Sachen, die Sie jetzt sagen. Sekunde noch, wie kann jetzt sozusagen, wir sind alle durch Rationalisierungsprozesse gegangen und wir lesen auch ständig davon, dass sowas eben möglicherweise mit Biologie zu tun hat. Also wie kann das diese Prozesse überstehen und lebendig halten? Das ist jetzt eigentlich noch eine dritte Frage. Ja, also ich muss das im Kopf ein bisschen sortieren. Ja, also am Anfang haben Sie jetzt gesagt... Ich bin halt verwirrt. So verwirrt sind Sie, glaube ich, nicht. Aber Sie stellen mir spannende Aufgaben. Und also die erste lautet jetzt doch, dass Sie gesagt haben, es wird Wissenschaftler geben, die sagen, das ist doch nichts anderes als irgendeine Verschaltung im Hirn oder wie immer wir das jetzt formulieren wollen. Ich habe jetzt bewusst die Formulierung nichts anderes als verwendet, weil dies ein zentraler Gegenstand, Religions,
philosophischer, psychologischer und so weiter Erörterungen, auch seit über 100 Jahren, ist das sogenannte Nothing-But-Argument, heißt das, bei William James. Ja? Nämlich, dass Leute, also der hat gesagt, natürlich hat alles, was mit Religion zu tun hat, also jetzt in seiner Sprache, auch eine physiologische Grundlage. Das ist doch völlig klar. Wo soll denn der religiöse Glaube bei jemand sein, wenn nicht zum Beispiel in seinem Hirn? Ja? Das ist trivial. Der kann ja nicht daneben sein. Ja? Aber würden wir sagen, in anderen Zusammenhängen, das ist ja nur eine Hirnverschaltung. Das kann man sogar auf die Wissenschaft selber anwenden. Ist eine wissenschaftliche Behauptung nur eine Hirnverschaltung oder ist es eine Behauptung über etwas? Und das Interessante, also worin für die meisten Menschen ist doch, worüber es eine Behauptung ist sozusagen, was der Sinn dieser Behauptung ist und was diese Behauptung möglich macht in der Lebensführung und eigentlich nicht, was es physiologisch ist. Also das ist ähnlich, das hat natürlich was mit Zeichen und Symbol und sowas zu tun. Wenn Sie ein Bild anschauen, auf dem sagen wir mal, also Notre Dame von Paris abgebildet ist, dann kann ein Nothing But Mensch sagen, dieses ist Papier mit Farbe drauf. Und er hat recht, es ist vielleicht Leinwand oder Papier oder was mit Farbe drauf. Aber er hat komplett Unrecht, wenn er sagt, das ist nichts als Papier mit Farbe drauf. Es hat der mehr Recht, der sagt, das ist die Kathedrale Notre Dame von Paris. Obwohl natürlich das nicht die Kathedrale ist, sondern ein Bild von dieser Kathedrale. Ja? Aber es ist sinnvoller, in fast allen praktischen Zusammenhängen zu sagen, das ist die Kathedrale, als zu sagen, das ist Papier mit Farbe drauf. Gut, das war der erste Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass es für mich eine Falle darstellt, wenn ich zuerst des Langen und Breiten erkläre, was ich mit dem Heiligen meine und dann sozusagen so ein schneller Sprung kommt zu, sagen wir mal, hochentwickelten, hochgebildeten, zivilisierten Religionen. Weil mit diesem Phänomen des Heiligen rede ich doch sozusagen nur über das elementarste Phänomen. Ja? Die Religionen, und wir haben das ein bisschen berührt am Anfang des Gesprächs, als wir über Kampf gegen Magie geredet haben, beinhalten ja wiederum Auseinandersetzungen mit diesem Phänomen des Heiligen. Also Sie bauen sozusagen ein Gebäude über einer elementaren Erfahrung. Ja, und zwar, ich fühle mich dazu aufgerufen, weil wir zum Beispiel in Deutschland heute über den Glauben normalerweise nicht reden können mit Leuten, die ihn gut kennen. Und deshalb ist es gewissermaßen nötig, ganz elementar anzufangen. Bei elementaren menschlichen Erfahrungen. Nicht bei Glaubensinhalten. Und in dem Sinn noch nicht einmal bei spezifischen Religionen. Sobald ich sozusagen den ersten Satz sage, jemand sagt, ja, aber das wird doch dem Christentum nicht gerecht. Sage ich, natürlich wird es dem Christentum, lassen Sie mich noch 10 weitere Schritte gehen. Aber der erste Satz bleibt trotzdem dieser und der bleibt auch wichtig, auch für das Verständnis des Christentums. Das haben wir auch heute in unserem Gespräch bemerkt. Es macht einen großen Unterschied, ob man über den Sohn Gottes spricht, wie Sie das getan haben, oder ob man über die elementare Erfahrung beim Verlieben oder auf dem Berggipfel spricht. So, und jetzt der dritte Punkt. Den habe ich vergessen. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so, weil das soll auch zu seinem Recht kommen. Wir haben ja ein paar Mails bekommen an philo@wdr.de und vielleicht hilft das, das noch weiter zu verstehen. Heinz Munschau aus Aachen hat geschrieben, der Schlüssel zur Frage des Bedürfnisses nach Religion liegt in der schlichten Erkenntnis, dass wir mit zunehmendem Wissen auf allen denkbaren Gebieten immer deutlicher erkennen, dass wir im Verhältnis dessen, was wir augenblicklich wissen, zu dem, was wir noch nicht wissen, Lichtjahre von quasi göttlicher Allwissenheit entfernt sind. Das löst auch immer wieder, gerade bei den größten geistigen Genies, die zwangsläufige Frage nach dem Göttlichen aus, meint Heinz Munschau. Das ist sicher ein
kluger Satz, der aber nicht ganz in derselben Richtung läuft, wie das, was ich bisher gesagt habe, weil dahinter eine Anähnelung von Wissen und Glauben ist. Und sozusagen Glauben als das, was das abdeckt, was wir noch nicht wissen. Und daraus ziehen dann verschiedene Leute verschiedene Schlüsse. Entweder wir können nicht leben, ohne durch Glauben unser unvollständiges Wissen zu ergänzen. Oder wir sollen ehrlich sein und eben dazu dann nichts glauben, weil wir es eben nicht wissen. Aber mein ganzes Argument behandelt ja den Glauben nicht als eine schwächere oder unsicherere Form von Wissen, sondern fängt eben mit diesen intensiven menschlichen Erfahrungen an. Und diese sind eher mit einem hohen Gewissheitsgefühl, das aber nicht den Charakter eben von kognitivem Wissen hat, ausgestattet. Also wir wissen, dass Menschen, die auf einer intensiven Erfahrungsgrundlage glauben, zwar bereit sind, zu einem anderen Glauben überzugehen, der ihnen eine vielleicht bessere Ausdeutung der gemachten Erfahrung bietet oder zu bieten scheint, aber sich nicht ausreden lassen, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Und ich würde deshalb nicht mit dem Glauben als unsicherem, schwächeren Wissen anfangen, sondern mit diesem oft auch enthusiastischen Gewissheitsgefühl aufgrund von intensiven Erfahrungen. Thomas Spätling aus Kranenburg hat geschrieben, die Wissenschaften können vieles erklären, aber nicht alles. Die Grenze allen Wissens ist der Tod. Die Frage ist, was kommt jenseits der Todesgrenze? Hier setzen die Religionen an. Wo es keine Religion gibt, bleibt der Nihilismus und die Verzweiflung beim Sterben, meint Thomas Spätling. Also es ist gar keine Frage, dass die Erfahrung des Todes, aber ich würde zunächst mal sogar gar nicht sagen, die eigene Todesangst und Antizipation des eigenen Todes, sondern der Umgang mit dem Tod nahestehender, eine der zentralen menschlichen Erfahrungen ist und auch für die Weltgeschichte der Religion eine zentrale Rolle spielt. Ich habe neulich für die FAZ das Buch des Tübinger Religionswissenschaftlers Bernhard Meyer besprochen, das also der kühne Versuch ist, einer auf, sagen wir mal, 400 Seiten gelingenden Weltgeschichte der Religion. Und der fängt an mit steinzeitlichen Bestattungspraktiken und was wir über diese wissen und wissen können, was natürlich sehr schwierig ist. Aber es ist offensichtlich, dass das Bestatten und die Gemeinsamkeit des kultischen Bestattens ein wesentlicher Ausgangspunkt der Religionsgeschichte der Menschheit ist. Und wenn ich mir das etwas von dieser Äußerung leicht abweichend oder über sie hinausgehend erlauben darf zu sagen, dann erlebe ich die gegenwärtige starke, also Informalisierung des Bestattungswesens. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine, dass Leute sagen, ich will gar nicht, dass es ein identifizierbares Grab von mir gibt, zum Beispiel. Ja? Also ich anonyme Bestattung oder so etwas. Oder dass Leute, was ich in Berlin höre, bestattet werden, ohne dass ein einziger Angehöriger, Freund, irgendetwas dabei anwesend ist. Sodass im katholischen Kontext, in dem gebetet wird, also Herr, wir beten auch für den, der als Nächster aus unserer Mitte abgerufen wird, der Priester immer denkt, also es geht nur um ihn dabei, ja, also weil einfach schlicht niemand sonst keiner da, ja, weil einfach schlicht niemand sonst da ist, ja, also das meine ich mit dieser Informalisierung und da gehe ich manchmal wirklich so weit zu sagen, haben wirklich die bestattet werden, eigentlich das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Ja, also es passt in meine Ausführungen über die Sakralisierung von Gegenständen, dass ich behaupte, dass ein Grab
für den Umgang mit Trauer, also bei den eben Überlebenden, etwas ganz Wichtiges ist. Ja, wir hatten ja von der Selbsttranszendierung. Ja, also ich von würde dem Passiven. Sagen, ja. Das habe ich mir nicht ausgesucht, dass ich Nein. da stehe. Ja. Als Trauernder. Ja, aber Sie haben eben, indem es zum Beispiel ein Grab gibt, die Möglichkeit, jetzt bewusst zu entscheiden, dass Sie da hingehen. Mhm. Und damit hat Ihr Trauergefühl schon eine bestimmte Rahmung, ja, erfahren. Und es gibt, ich meine, ich glaube, beobachtbar auf den Friedhöfen, also meistens sind das Frauen, ja, also die zum Grab ihres Mannes gehen und das groß pflegen. Und ich glaube, das ist nicht nur die Grabpflege im Sinn von, dass die Nachbarn nicht sagen, dass das Grab vernachlässigt ist, sondern dass da passiert natürlich etwas in diesem Zusammenhang. Also die Herausforderung des Todes würde ich bejahen in dieser Äußerung. Ich würde skeptischer sein, ob wirklich immer schon in der Geschichte Menschen mit so großer, sozusagen individualistischer Sorge auf ihr künftiges Ende geschaut haben. Paula Föst hat geschrieben, heutige wissenschaftliche Erkenntnisse über den Menschen und die Natur finde ich großartig, weil ich dadurch immer wieder aufs Neue erkenne, wie großartig und vielfältig Gott die Welt gemacht hat. Unsere Welt ist ja sogar noch viel vielschichtiger und komplexer beschaffen, als sie in der Bibel beschrieben ist. Das macht mich oft sprachlos und bringt mich ins Staunen über die Wunder unserer Welt. Wissenschaftliche Erkenntnisse machen mir deshalb eigentlich eher klar, wie krass Gott die Welt geplant und strukturiert hat. Der Mensch hat die Fülle der Natur ja bis heute nicht vollkommen verstanden und wird es vielleicht nie komplett schaffen. Es ist mir total sympathisch, wenn ich so subjektiv reagieren darf als Mensch. Diese Äußerung, die passt natürlich, aber als Widerspruch zu Sachen, die Sie vorhin gesagt haben, nämlich ist es nicht vielleicht so, dass der Wissenschaftsfortschritt mit innerer Notwendigkeit den Glauben schwächt. Was diese Frau ausdrückt, ist ja das Gegenteil. Also dass wissenschaftliche Fortschritte Sie subjektiv in Ihrem Glauben eher befestigen, da würde ich in Erinnerung rufen wollen, dass so schon bedeutende deutsche Denker des 18. Jahrhunderts, Hamann und Herder beispielsweise, auf die Wunderkritik des schottischen Philosophen David Hume reagiert haben. Er hat gesagt, ja, der widerlegt vielleicht dieses eine Wunder und sagt, das kann man erklären. Aber nehmen wir doch das Wunder der Tatsache, dass es mich gibt. Ich meine jetzt nicht mich, ja, also, sondern jeder für sich. Wir wissen doch alle, dass es uns auch nicht geben könnte. Und das, also kann man ja mal auf sich wirken lassen, diesen Gedanken. Ja, es könnte mich nicht geben. Und es stiftet ein anderes Verhältnis zu sich und vielleicht zur ganzen Welt, vielleicht zu Gott. Aber angenommen, jetzt als Gedankenexperiment, es gäbe in 50 Jahren in diesem Land keine einzige Religion mehr. Kein Islam, kein Christentum, keine Buddhisten, kein gar nichts. Dann wäre das Heilige immer noch da. Ja, ich glaube ja sogar, dass dieser begriffliche Wandel, von dem ich vorhin gesprochen habe, um 1900, also zwei Ursachen, man kann ja fragen, warum hat sich das da abgespielt? Zwei Ursachen hat, von denen der eine jetzt genau in ihre Richtung geht. Ich nenne mit einem Satz auch die andere Ursache. Ich glaube, das verstärkte Bewusstsein in Europa von den Religionen Afrikas. Also vorher, wenn die Europäer an andere Religionen gedacht haben, haben sie an Judentum und Islam gedacht. Das war eine ganz andere Herausforderung. Aber außerdem die Konfrontation mit der säkularen Arbeiterbewegung. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei ihren Fußballfans. Die Feststellung, ja, die haben ja einen Kult der roten Fahne. Oder die verehren, 1 Million Menschen geht zu August Bebels Beerdigung oder so etwas. Also die sind bewusst säkular, aber sie haben eindeutig Formen des Heiligen. Also müssen wir das außerhalb des Rahmens der Religion auch zur Kenntnis nehmen. Aber das kann nur heißen, ich habe nicht so viel versprochen. Man kann Atheist, Agnostiker oder was auch immer sein und trotzdem begegnen wir dem Heiligen. Das meine ich und deshalb will ich nicht den Begriff Religion auf Menschen anwenden, die ihn als Selbstbeschreibung
ablehnen. Aber ich will trotzdem diesen Menschen bewusst machen, dass sie Erfahrungen, wie immer sie sie dann nennen wollen, aber diese intensiven Erfahrungen der Selbsttranszendenz kennen. Wer nachlesen möchte, die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung, heißt das Buch von Hans Joas. Erschienen ist es bei Suhrkamp. Wie immer gilt, dass es diese Sendung zum Nachhören gibt auf wdr5.de. Nächsten Freitag sprechen wir über Heimat. Das ist ein Wort, was im Moment Konjunktur hat, auch im politischen Raum. Anscheinend gibt es das Bedürfnis, der Geschichte von der Globalisierung etwas entgegenzusetzen. Wie sehen Sie die Diskurse um Heimat und wie kann es heute eigentlich gelingen, sich zu beheimaten? Schreiben Sie gern an philo@wdr.de. Wir verabschieden uns von der Phil Cologne. Morgen Abend, 21 Uhr, der große Abend über Friedrich Nietzsche, live in WDR 5. Aber jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, Hans Joas. Grübeln Sie nicht zu viel. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.